Du heilen. Heilen dich. Laufen. Du. Wo ist der Gegengifttrank hin? Du. Vollbracht. Hast du es vollbracht? Du heilen sie. Ein davon, ein davon, ein davon, ein davon. Ich kann nichts machen. Er muss definitiv das lernen. Aber wo war das? Er ist noch nicht mehr Experte, oder? Nee. Das müsste doch einer der ersten Städte gewesen sein. Das werden wir uns bei Zeit nochmal angucken müssen. So, du. Wunden heilen da. Und das plus das. Plus das ist das. Das und das und das macht das. Und wir können hier aber eigentlich nicht schlafen. Das ist schade. Schlafen wir halt. Ich will nicht bei den Ratten schlafen. Schlafen wir halt. Das war so klar. Jo, beinahe. Das ist doch bestimmt mit dir abgesprochen. Sobald irgendjemand hier auf der Insel nicht in deinem Haus schläft, schickst du die Kannibalen auf die los. Arschloch. Du Auge, du Fackel, du Segen. Rund marschieren, dann würde ich auf den Zivilisten treffen. Kaputt, kaputt. Kaputt. So, das waren alle. Der Gefahren sind unserer Gruppe sagt grün, also können wir da wieder rein. Menno, Menno. So, wo waren wir jetzt eben gerade? Wir waren oben rum, richtig? Bei diesem Raum, wo der Schalter war. Genau da. Wir sehen schon die roten Punkte. Oh oh. Dramatische Musik. Na, Heldentum fehlt. Das merkt man doch recht schnell im Nahkampf. Na jo. So, ein Knopf oder Schalter. Bin mir ziemlich sicher, in der Mitte ist etwas aufgegangen. Komme ich da rüber? Ich denke nicht, dass ich rüberspringen kann. Da falle ich garantiert runter. Lay schaut nicht gut aus. Heilung, Heilung. Ich versuche mal einen Weg. Oh oh. Ach, da sind Schlangen drin. Ja, macht Sinn. Ich wollte aber eigentlich einen Weg finden zu der Stelle hinter der Grube da hinten. Nicht ernsthaft, oder? Doch. In dem Schlafsaal hier sind nur die Frauen. In dem anderen Schlafsaal da hinten waren nur Männer. Sehr stimmig. Also haben auch Kannibalen noch Geschlechtertrennung. Was Zimmer angeht. Du, das da. Oh. Das dürfte gut was wert sein. Also zusammengenommen, nicht die Teile selbst. Weg, 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 weg. Sie ist langsam voll. Hm? Ich hab's. Oh, der Dreizack. Das müsste als Speer gelten. Ja, denk mir mal. Oh, du machst gar nichts. Heißt, du kommst so hin. Du nimmst den Dreizack in die Hand. So. Ja, wir müssen definitiv demnächst verkaufen. So, und hier sind wir auch schon. Wie auch immer die Schlangen da rausgekommen sind.
hier sind die Oberfrauen, wollte ich schon sagen. Die ranghöheren Frauen haben extra kleines Kämmerlein. Oh, da ist jemand in die Schlangengrube gefallen. Das tut mir jetzt kein bisschen leid. Klick. Das ist jetzt Schalter Nummer 3 schon. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass der eine Schalter, dieser weiße, große Hebel, den Raum in der Mitte geöffnet hat. Wozu sind denn die Kleinen da? Ja gut, vielleicht brauchen wir alle drei. Oder es gibt noch mehr. Wir sollten mal zurückgehen zu der Tür, die wir gesehen hatten, ob die jetzt inzwischen offen ist. Oh, Schalter Nummer 4. Ah, die kleinen Schalter machen diese komischen Fallgruben hoch. Okay. Na komm. Na komm. Ich würde eigentlich ganz gerne rasten. Aber ich denke nicht, dass ich hier irgendwo rasten werde, denn in der Mitte sind garantiert Gegner. Ja, dann halt ganz runter zum Eingang. Da dann schlafen, buffen, dann die große Tür überprüfen, ob wir da schon rein können. Und wenn nicht, dann außenrum weiter die Räume aufdecken, ob da noch irgendwo Schalter sind. Ich habe langsam den Verdacht, dass unsere Helden gar keine Wachen aufstellen. Die legen sich einfach zu viert hin und machen die Augen zu. So, schon besser. Oh, nein, 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 nein. Du solltest das da machen. So, also, wir wollten die Tür überprüfen. Die war irgendwo in der Mitte. Ich glaube hier rum und dann gleich rechts. Ja. Hier ist nichts. Also fehlt noch irgendwo ein Schalter. Der hier zum Beispiel. Oh, Knochen. Jo. Und das sind viele, viele Schlangen und Kannibalen. Jo, kommt alles schön einzeln raus. Das ist eine super Idee. Wir scheinen sehr nah an unserem Ziel zu sein. Oh, 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 oh. So. Heldendum. Okay. Königskopas. Bisschen Gift, das ist okay. Ist abzusehen, werde ich jetzt nicht heilen. Oh, 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 oh. Ja, jetzt sind alle vergiftet, okay. Hilfe! So, nur noch du. Hoppala. Also irgendwo lebt noch was. Das spüren unsere Helden. Aber ich denke, das wird der schwerste Kampf gewesen sein. Du... Gib mal ihr genug Zauberpunkte zum Heilen. Warum steht hier unten einfach nur rum? Ihr seid komisch. Ah, hier unten ist noch mehr. Schade. Ich hätte schon halb damit gerechnet, dass wir jetzt eigentlich nur noch die Frau befreien müssen. Okay, okay, okay.
definitiv nochmal zurückziehen, das ganze Gift heilen. Und dann die Frau befreien. Immer noch nicht weit genug weg? Komisch. Ach, und jetzt müssen wir den riesen Zickzack laufen, um rauszukommen. Hier rum, darum, darum. Und du... entgifte dich mal selbst. Vollbracht, geschafft. Mhm. Dann als nächstes bitte... aufwecken eigentlich. Geschafft. So, damit sie aufwecken kann und alle geheilt werden. Es hat geklappt. Geschafft. Das könnte doch ein bisschen eng werden mit den Reagenzen. Geschafft. Es hat geschafft. Es hat geklappt. Geschafft. Geschafft. Oder eher mit den leeren Flaschen. So. Schlafen. Buffen. Aufräumen. 2700 Gold inzwischen. Und bestimmt auch genug Erfahrungspunkte, jo. Und dann wahrscheinlich nochmal eine Stufe, wenn wir die Aufgabe abgeben. Also ja, doch. Sehr schöne Idee, hierher zu kommen. Und eine gute Sache und heldenhaft und all das andere Gedöns natürlich auch. Da lang. So, ich habe lange. Kiste. Leer? Ach, da waren wir schon, ne? Ich hab's. Ho, ho. Aha. Schwere Stabaxt. Typ beidhändige Axt. Ich. Ja. Okay. Das heißt, das hier hinten wird die Gefängniszelle sein von der Sherry. Hallo? Sherry. Wie geht's? Flucht. Hallo? Bitte helft mir, auf diesem Tempel zu entkommen. Ich möchte noch nicht sterben. Na, das ist nachvollziehbar. Du warst schon leer. Das heißt, es lebt irgendwo noch eine Schlange, ja, da im Nordwesten. Aber die ignorieren wir jetzt mal gekonnt und bringen die Frau nach Hause. Wo auch immer genau zu Hause war. Dragonerhöhlen, Schädel von Ethric, Zerrinne Kristall. Boah, viele Aufträge. Befreie Cheryl von den Kannibalen auf der Insel östlich von Freehaven und bringe sie zurück zu Carlo Tormini in Freehaven. Ja, wo auch immer genau Carlo Tormini in Freehaven wohnt. Die Stadt ist ja doch ein wenig größer. Aber das kriegen wir schon hin. Unterwegs beim Suchen können wir dann halt noch weiter nach Lehrern gucken und Dingens Sachen verkaufen. Ganz, ganz viele Sachen verkaufen. Aber erstmal hoffen, dass ein Schiff kommt. Hierher zu kommen war ja nicht ganz so einfach. Geschlossen. Sorry, komm an den Tag wieder. Okay. Schmugglerbucht West? Okay. Yay, eine Insel voll mit Ex-Menschen. Das heißt, wir könnten hier auch nicht warten auf ein neues Boot, solange die hier alle leben. Das ist ganz schön gemein von dem Schiffsfahrer. Ist ja nicht so, dass wir auf dem Boot bleiben könnten. Nö, wir werden immer runtergeschubst. Mensch da hinten noch. Noch irgendwas. Na komm, schießen wir ein bisschen aufs Boot. Falls wir den hier nicht treffen. So, stirbt los Boot. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben einen Tempel Bar. Willkommen, Freund.
Ja, da werden wir bestimmt nicht heilen. Und was haben wir hier? Sonnentempel. Diese vergessene Schrein der Kirche der Sonne steht immer noch. Nach all der Zeit in diesem feuchten Dschungel ist der Tempel noch in überraschend gutem Zustand. Das heißt, es ist garantiert auch jemand drin. Ich denke, das sollten wir noch ein bisschen ruhen lassen mit dem Tempel. Du bist bestimmt vergiftet, hm? Jo. Es hat geklappt. Weil das ja eine böse Insel ist. Mit Ex-Menschen, Kannibalen, Barleuten und komischen Sonnentempeln. Also, wir würden gerne weg. Jo, Iron Fist klingt gut. So, jetzt speichern wir hier erstmal ab und danach versuchen wir wieder nach Freehaven zu kommen. Im Notfall halt über Schmugglerbucht zu Fuß und dann nach Freehaven, nach Westen. Aber bis gleich.